Ansetzen eines Fischfangs. Auch da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt einmal einen Kaltansatz, wo ich zum Beispiel meine Gräten in dem Moment auch hauptsächlich, wenn es geht, von weißen Fischen nehmen, Steinbuttkarkassen, Seezungenkarkassen, Zander, Kabeljau, die kann man sehr gut nehmen, bleibt sehr schön hellen Fond. Bitte schön wässern, damit sagen wir mal Blutgerinnsel, die drin sind, rauskommen. Dann die Fischkarkassen mit dem Gemüse, in diesem Moment Fenchel, Sellerie, Zwiebeln, Junglauch, Knoblauch, vielleicht ein bisschen dazu und die Gewürze. Alles in einen Topf rein, mit Weißwein, mit Wasser auffüllen, die gleichen Zutaten, die sonst in der Rezeptur stehen. Und die kommen dann im Backofen bei 100 Grad. Wir machen nochmal einen warmen Ansatz heute. Und zwar ist es dann so, dass wir die gleichen Zutaten mit etwas Öl in den Topf reingeben. Das Gemüse dazu. Das Gemüse ganz klein wenig anschwitzen, aber bitte nur anschwitzen, nicht bräunen, weil wir wollen keinen braunen Fond haben in diesem Moment, wir wollen einen hellen Fond haben. Dann geben wir die Fischkarkassen dazu. Auch einmal etwas mit umrühren, damit das Eiweiß anfängt zu stocken auch dabei. So. Dann ablöschen mit Weißwein. Und auffüllen mit Wasser. Und zwar so viel Flüssigkeit dazugeben, bis unsere Gräten mit Wasser bedeckt sind. Noch etwas. So. Jetzt lassen wir dieses einmal aufkochen. Und dann wird es mit einer Schaumkelle abgeschäumt, den Schaum, den wir oben drauf haben. Anschließend geben wir die Gewürze dazu und dann lassen wir die ganze Sache bei 20 Minuten, halbe Stunde unterm Siedepunkt ziehen lassen. Nicht kochen lassen, also am Anfang einmal kochen lassen, dass wir es abschäumen können und dann nur noch ziehen lassen dabei. Auch nicht zu viel Wasser drauf geben. Das ist auch von der Menge her, von der Größe her, die durchaus ausreicht bei Prüfungen. Es müssen nicht immer große Töpfe sein, auch das reicht vollkommen aus für Fischfond hinterher, für 6, sogar für gut für 10 Portionen, die wir hier haben. Ja, an Gewürze geben wir rein Koriander, weißen Pfeffer, schön Fenchel, Nelke, bisschen Thymian habe ich noch dazu, Lorbeerblatt, doch jeder seine eigene Mischung auch häufig dabei. Ich gebe noch mal auch noch mal etwas Zitronengras dazu, finde ich sehr schön. Alles mörsern. Dieses zitronige Aroma. Es gibt auch Rezepturen, dort wird da kommt Champignonköpfe oder Champignonstiele mit rein oder Pilzstiele mit rein. So. Hier bildet sich jetzt, wenn es gleich anfängt zu kochen, ein Schaum. Der wird weggenommen, damit haben wir die ersten Trübstoffe entfernt.
würden Sie die Gewürze vorher schon reingeben, würden Sie die ja jetzt wieder abnehmen, aus dem Grunde erst den Schaum entfernen und dann anschließend noch eine Knoblauchzehe dazu machen. Auch ein bisschen andrücken und die Gewürze, die wir gerade hatten, mit rein. So, einmal ganz kurz alles ein bisschen runterdrücken und dann in Ruhe auf einer kleinen Flamme 20 Minuten köcheln lassen. So. Unser Fischfond hat dementsprechend auch die 20 Minuten gezogen. Wir sehen, dass er sich jetzt auch langsam absetzt, wenn er, dass er schon klar wird. Auch dieses wird jetzt durch ein Passiertuch passiert. Und ganz noch langsam durchlaufen lassen und dementsprechend bekommen Sie dann hinterher einen klaren Fond, der zur Weiterverwendung für Fischsoßen hinterher verwendet werden kann.